Also, vielen Dank schon mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir und uns über die Geschehnisse im Iran zu sprechen. Meine erste Frage ist natürlich brandaktuell. Heute Nacht oder beziehungsweise gestern Abend gab es einen Anschlag auf ein Mausoleum. Was glauben Sie, wie geht es den Menschen in Iran damit? Gerade weil Präsident Raisi ja auch die Protestierenden dafür verantwortlich gemacht hat. Er macht nicht nur die Protestierenden dafür verantwortlich, sondern auch wir als Aktivistinnen haben gestern sehr viele Mails bekommen und Anfeindungen. Also das lief ziemlich heiß, auch bei Twitter. Und das ist natürlich eine Umkehr der Tatsache. Also es ist ganz klar, dass die Protestierenden die Letzten sind, die dafür habhaft gemacht werden können, sondern der Islamische Staat ist ähnlich wie das Mullah-Regime. Das sind für mich die bösen Zwillinge. Die sind sozusagen, das ist derselbe Nährboden und die leben natürlich von der Verbreitung von Angst, Terror und Schrecken und machen vor nichts halt. Der IS hat es ja selber für sich reklamiert, aber auch da muss ich sagen, Vorsicht, man muss genau hingucken. Es gibt auch Hinweise auf Fake News beispielsweise und es ist ähnlich wie im Edding-Gefängnis, dass es da sehr viele Fragezeichen gibt und dass wir diesem Regime auch zutrauen müssen, seine eigenen Leute umzubringen. Es gibt sozusagen Informationen, die geleakt worden sind, die das nahelegen. Bewiesen ist es nicht. Und nichtsdestotrotz gilt es, das natürlich genauso zu verurteilen wie jedweden anderen Mord. Aber man kann es nicht gegeneinander aufwiegeln. Und die Letzten, die dafür was können, sind die Protestierenden. Ist es jetzt für das Mullah-Regime nicht auch so, dass wenn das Regime nicht dafür verantwortlich ist, davon gehen wir jetzt erstmal aus, weil es ist ja nicht bestätigt, dann hätte das Regime jetzt quasi zwei Fronten im eigenen Land. Also einmal die regimekritischen Protestierenden und jetzt wird auch noch der religiöse Kern angegriffen. Was glauben Sie, was macht das mit dem Regime momentan? Naja, es ist eine alte Bekannte. Es ist ja keine Unbekannte, sondern es ist so, dass dieses Regime, es ist ja sozusagen faschistisch, islamistisch, klerikal aufgebaut und benutzt ja sozusagen auch Terrorismus, Extremismus und benutzt in dem Fall eben auch Religion, um damit Politik zu machen, um das Volk zu unterdrücken. Und es wird eins noch mal ganz klar, dass dieser Terror dezentral organisiert ist. Und das ist das, wovor wir seit Jahren warnen, auch mit unserer Menschenrechtsorganisation, dass auch der IS-Terror und auch sozusagen der Terror des Mullah-Regimes international ist. Also es betrifft nicht nur die Menschen in erster Linie vor Ort. Schlimm genug, dass das sozusagen nicht reicht, um Sanktionen zu vollziehen. Aber letztlich ist es so, dass das eine weltweite Bedrohung ist und dass der IS-Terror überall wütet, denn es geht ja um die Ideologie dahinter und es ist nicht lange her. Es ist wenige Jahre her, dass es hier auch zu IS-Anschlägen kam. Denken wir beispielsweise an den Breitscheidplatz, denken wir an Frankreich beispielsweise. Es muss noch mal ein Bewusstsein dafür hergestellt werden, dass dieser Terrorismus, ob er nun von IS kommt oder eben auch durch den Extremismus des Mullah-Regimes, dass der eine internationale Gefahr ist. Und natürlich treibt der IS auch sein Unwesen im Iran, genauso wie er das in Afghanistan macht, genauso wie im Irak. Sie sind ja sehr aktiv, gerade auch auf Social Media posten sehr viele Videos zu den Geschehnissen in Iran und Sie schreiben dahinter häufig, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Warum haben Sie die Annahme, dass diese Proteste, dass diese Bewegung gerade anders ist als die anderen Proteste in den letzten Jahren in Iran? Das sage nicht ich, sondern ich bin der Schallverstärker für die Menschen, die das sagen und wir geben dafür die Plattform. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Aber vieles deutet darauf hin, dass alles anders ist. Und es ist tatsächlich von Tag 1 so, dass wir als Menschenrechtsorganisation diese landesweiten Proteste begleitet haben. Und das ist einfach klar, die Revolution ist da. Was jetzt damit passiert, das hängt von den Menschen vor Ort ab, das hängt aber auch von der weltweiten Verantwortung ab. Aber es ist genau das, was die Menschen eben auch sagen. Sie sagen uns, wir müssen nur hinhören, be our voice, um den Rest kümmern wir uns. Und sie opfern ihre Toten. Also wenn wir an die Bilder denken aus Mahabad beispielsweise oder Ostkurdistan im Westen des Irans, wie viele Menschen da heute Nacht zu Tode gekommen sind, diese Menschen sind entschlossen. Sie wollen dieses Regime nicht mehr. Sie sind es leid. Sie haben die Faxen dicke, sage ich jetzt mal. Sie sind dieses Unrechtsregime seit 43 Jahren gewohnt und sie möchten lieber sterben. Also es gibt Bilder, die zu kursieren, wo wirklich junge Menschen sich auf die Straße stellen und sagen, gib mir die Kugel. Und das ist nicht hasardeurisch gemeint, sondern es geht darum, dass sie gar kein Leben mehr hatten in den letzten Jahrzehnten. Und diese neue Generation, die ist weder ideologisch noch ist sie parteigebunden, die ist zu allem bereit für ihre Freiheit. Und dass diese Revolution anders ist als die bisherigen, das zeigen uns ja die Bilder, die uns weltweit erreichen.
so viele tausende Menschen lügen nicht. Und diese Videos, also believe the victim am Ende des Tages, ja. Diese Videos erreichen uns ja auch als Menschenrechtsorganisation 24/7. Und wäre da eine Nachricht dabei, nicht der Wahrheit entspricht, das würde uns ja um die Ohren fliegen. Sie haben ja eben schon gesagt, die Revolution ist da, aber da gehört noch ganz viel mit dazu. Was müsste denn passieren, damit es eine erneute Revolution in Iran gibt? Sie reden ja auch ganz viel über die internationale Unterstützung auch seitens der Politik. Genau. Und trotzdem nochmal, wenn die Menschen sagen, be our voice, dann ist das vor allem etwas, was in dem Land selber jetzt ausgetragen wird und das wird auch nur dort vollzogen. Also da dürfen wir nicht so naiv sein zu glauben, dass wir das von außen sozusagen lenken können. Wir dürfen nur nicht Teil des Problems sein. Wir sollten den Menschen, die auf die Straße gehen und aufbegehren gegen dieses Unrechtsregime, dabei nicht im Weg stehen. Und dazu gehört, dass man mit einem Unrechtsregime, was seine eigenen Menschen massakriert, was Kinder umbringt, nicht verhandelt, dass man mit denen keine Atomverhandlungen führt, dass die Revolutionsgarden, ja, die sozusagen ja auch richten und morden, dass die auf die Terrorliste gehören beispielsweise, dass die Konten, die es international gibt, auch eingefroren werden müssen. Also es gibt genug Möglichkeiten, entsprechend zu sanktionieren und die Zivilgesellschaft zu stärken. Und darum geht es, sich zu verhalten und sich an die Seite derjenigen zu stellen, die für Grundrechte kämpfen, für Selbstbestimmung, für Freiheit. Das sind nämlich keine demokratischen Werte, sondern das sind universelle Werte, für die die Menschen streiten. Und ich sage es nochmal, es ist nur dem Mut dieser Menschen zu verdanken, dass wir überhaupt über diese Dinge gegenwärtig diskutieren. Und diese Iran-Wende müssen wir einläuten. Deswegen haben wir auch als Organisation eine Petition ins Leben gerufen, wo wir 11 Punkte formuliert haben und wo wir hoffen, dass die 50.000 Unterschriften in den nächsten Tagen zusammenkommen. Annalena Baerbock hat gestern Nachmittag ja nochmal in einem Statement veröffentlicht, dass sie und ihre Regierung noch mehr tun möchte jetzt, noch mehr Maßnahmen. Was halten Sie von diesem Aufruf? Ist das immer noch zu wenig? Also jeder Aufruf ist ein guter Aufruf. Und es gibt auch genügend Beispiele dafür, wie man Dinge aussitzen kann. Und 2009 war ein gutes Beispiel dafür bei der Grünen Bewegung, insbesondere auch die Rolle Amerikas. Die haben viele Menschen bis heute sozusagen nicht verziehen. Und deswegen glaube ich, dass wir aus Fehlern lernen müssen und dass es darum geht, dass menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, feministische Außenpolitik, dass dem auch Taten folgen müssen. Und Menschenrechte und Frauenrechte müssen in den Mittelpunkt gerückt werden. Und da ist schon auch eine Wende erkennbar, auch wenn das noch lange nicht reicht. Aber zumindest dahingehend, dass zum Beispiel auch Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt werden. Wir sollten uns eher die Frage stellen, warum wir Jahrzehnte weggeguckt haben, das zugelassen haben. Und es ist nur dem Mut der Menschen zu verdanken, die ihr Leben riskieren, ihre Angehörigen opfern als Tote, damit sich was bewegt. Und selbst die Angehörigen, die ihre Kinder, Familienväter zu Grabe tragen, machen das nicht nur in Trauer, sondern in dem Widerstand, dass dieses Regime der Vergangenheit angehören muss. Und dafür tun sie alles. Die Menschen in Iran riskieren ja auch ihr Leben allein schon damit, überhaupt Videos zu machen und Videos aus dem Land zu schaffen. Was glauben Sie, was gerade Social Media in dieser Protestbewegung für eine Rolle spielt, gerade weil das Regime ja auch mit Internetsperren und Kommunikationssperren versucht, dagegen anzugehen? An der Art und Weise, wie brutal Menschen niedergeschossen und getötet werden, wenn sie mit einem Handy in der Hand erwischt werden, sehen wir doch, wie wahnsinnig wichtig, wenn nicht sogar das wichtigste Tool dieser gegenwärtigen Revolution Social Media ist. Unter Einsatz des eigenen Lebens, unter schwierigsten Bedingungen, unter Drosselung des Internets gelingt es diesen mutigen Menschen immer wieder, uns diese Videos zuteil werden zu lassen. Dann ist unsere Aufgabe einfach nur, sie zu teilen und diesen Raum dafür zu schaffen. Und das ist das, was wir als Menschenrechtsorganisation in den letzten Wochen massiv gemacht haben, weil auch die Mainstream-Medien viel zu spät reagiert haben. Es ist gut, dass sie jetzt reagieren, aber die Rolle der Öffentlichkeit, die Rolle der Medien, die Personalisierung von Leid und Schicksalen spielt eine immanent große Rolle. Denn das, wovon Unrechtsregime profitieren, ist das Bild, was uns nie erreicht. Genau in diesem Bild kann man Verbrechen begehen, kann man töten, kann man morden. Aber jeder Mord, der adressiert wird, der eine Geschichte, eine Schlagzeile, ein Gesicht bekommt, ist ein Schlag ins Gesicht dieses Mullah-Regimes. Deswegen wollen sie ja auch die Beerdigung
verbieten. Und deswegen ist zum Beispiel auch der 40-tägige Tod von Gina Massa Amini gestern. Unter allen Umständen hat man versucht, das zu verhindern. Und die Bilder, die wir bekommen haben, zeigen, dass das nicht gelungen ist. Noch ein kurzer Ausblick. Was würden Sie sagen, wie ist jetzt Ihr Ausblick auf die Situation? Also sind Sie optimistisch gestimmt? Kann man da überhaupt was sagen? Ist das jetzt ein Blick in die Glaskugel? Oder glauben Sie wirklich, dass diese Protestbewegung, gerade weil sie jetzt so stark ist und auch gerade weil sie international so sehr gesehen wird, dass es wirklich was bewirken kann in Iran? Also die Zeitenwende, die ist da. Die ist de facto da. In dem Moment, wo die Frauen beispielsweise nachts durch die Straßen von Shiraz gehen, sich das Kopftuch abnehmen und Jinjian Azadi sagen. Das sind ja Fakten. Das sind Lebensrealitäten. Wohin das geht, kann keiner von uns sagen. Aber es ist ein Point of No Return, wie meine Kollegin Shahzad Ostera sagt. Und was sie damit meint, ist, wenn Menschen keine Angst mehr haben, dann sind sie eigentlich auch nicht besiegbar. Und insofern ist das eine Entwicklung, die wir wohlwollend begleiten sollten. Ich wundere mich immer darüber, wie es immer wieder heißt, übertreibt nicht und das wird sowieso nicht funktionieren und es wird eh zerschlagen. Aber was ist, wenn es plötzlich doch funktioniert? Also auch daran sollten wir doch glauben dürfen. Also wir sollten an die Menschen glauben vor Ort und dass das noch blutig werden kann. Davon müssen wir leider ausgehen. Das bringt eine Revolution mit sich, aber der Aufstand der Zivilgesellschaft, der Zusammenhalt der unterschiedlichen Ethnien, klassenübergreifend, der ist doch längst da. Und insofern gilt es, das jetzt auch genau zu beobachten und weiterhin darüber zu berichten. Denn nochmal, die Menschen setzen ihr Leben dafür aufs Spiel, dass wir über sie berichten. Und das sollten wir weiterhin tun. Sagt Düsen Tekay. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einblicke. Genau, das war's von uns.